Also ich heiße Bosong Kim. Ich habe koreanische traditionelle Musik und Tanz studiert und trete hier in Deutschland und in Europa auf und unterrichte. Spiele nicht nur traditionelle Musik, sondern bin auch dabei, eigene Musik zu entwickeln. Also ich hatte damals, so ungefähr 1992, in der Ufa-Fabrik ein Konzert gesehen. Ich habe da das erste Mal das Gefühl gehabt, oh, ich bin ja so stolz. Ich bin ja eigentlich auch koreanisch und dass es so was Tolles in der koreanischen Kultur gibt, das kannte ich ja vorher nicht. Und sonst, was ich über meine Eltern aus Korea kannte, das war ja nur immer dieser Vergleich, die Kinder in Korea, die lernen die ganze Nacht durch und was machst du? Also ich kannte ja nur das. Das war das Bild von Korea. Und dann sah ich plötzlich diese Musik, die so voller Energie war und voller Leidenschaft. Ja, das hat mich total, irgendwie total ergriffen. Als ich mein Abi hatte, habe ich entschieden, nach Korea zu gehen, um dort die Sprache zu lernen und auch an diesem Camp teilzunehmen. Und dann war ich da und habe dann an dem Workshop teilgenommen. Das ging dann den ganzen Sommer lang auf dem Land in dieser Schule. Habe mich total verliebt in diese Musik, in die Menschen dort, in die Landschaft, in das Land. Und das hat mir richtig gut getan. Also ich hatte dort, als ich so unterm Baum saß und die Berglandschaft vor mir hatte und dort so alleine vor mir Tango gespielt hatte, dann das Gefühl, als hätte ich ein verlorenes Puzzlestück gefunden, was mir gar nicht so bewusst war bis dahin, dass dieses Puzzlestück überhaupt verloren war. Dieses eine Stück, das dieses koreanische Element, würde ich mal jetzt so nennen. Wenn ich jetzt ganz, ganz einfach versuchen würde, die koreanische traditionelle Musik zu erklären, dann würde ich sagen, also die Essenz von der Musik ist Shinmyung. Wenn ich das mal versuchen würde zu umschreiben, ist das so viel wie Enthusiasmus oder Ekstase. Oder Freude, also richtig große Freude, so unkontrollierbare Freude vielleicht. In Korea ist das so selbstverständlich. Die Leute, wenn sie das hören, stehen sofort auf und tanzen. Und hier wird das aber erstmal so beobachtet. Und habe dann viel drüber nachgedacht, was ist mir eigentlich wichtig, was möchte ich hier zeigen. Zum Beispiel Tango so zu spielen, die Rhythmen so zu spielen, wie ich das gelernt habe. Ist das für das Publikum, für das deutsche Publikum wichtig? Ist das wichtig, dass ich ein Kostüm trage, wie ich es gelernt habe? Oder geht es eigentlich mir mehr darum, die Essenz rüberzubringen? Also alles, was ich eigentlich in Korea gelernt hatte, habe ich so nach und nach, Stück für Stück so abwerfen können und habe ich immer mehr dem Inneren sozusagen, ich mal sagen, herangetastet, herausgefunden, was ist es eigentlich, was ich so gerne daran mag, warum mache ich das, was möchte ich zeigen. Und das ist ja die Suche, auf der ich bin. Zurzeit arbeite ich sehr intensiv mit dem Ensemble Su, mit der Hyojin und mit dem Saxophonisten und Komponisten Peter Ewald zusammen. Den Peter habe ich kennengelernt während eines Residency-Programms in der Ufa-Fabrik. Wir hatten so verschiedene Jam-Sessions gehabt und
also seine Ideen, die er da eingebracht hat, hat mir sehr gut gefallen. Und als das dann zu Ende war, hatte ich große Lust gehabt, mit ihm weiterzuarbeiten. Die Musik, die wir jetzt mit ihm machen, sind zwar Kompositionen von ihm, basierend auf koreanischen Rhythmen, auf koreanischer Musik. Für mich ist das doch mal eine Möglichkeit, aus der festen Struktur der Tradition rauszukommen, seine Komposition für mich daraus. Und ich begebe mich dann auf ein Gebiet, was für mich total neu ist, auch wenn die Rhythmen an sich mir bekannt sind, aber die haben ganz andere Zählzeiten. Also zum Beispiel bin ich es gar nicht gewohnt, mit einem Metronom zu arbeiten. Und wenn wir zum Beispiel Samenuri spielen, dann geht das viel über das Hob, über das Atmen. Es wird zusammen geatmet und da ist das gar nicht so wichtig, ob man da wirklich im Takt ist oder ob man da vielleicht ein bisschen langsamer wird, dann wird man eben zusammen langsam. So geht das. Und das ist zum Beispiel bei der Musik von Peter, also bei vielen Kompositionen zum Beispiel nicht möglich. Und da merke ich, oh, das ist wirklich was ganz anderes. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Und aber es ist natürlich total toll, was Neues zu lernen. Und ja, für mich als Musiker ist das eine total tolle Erfahrung.